Damen und Herren, Sie dürfen sich schon mal langsam hinsetzen. Ich warte nur noch auf das Gemüse. Und dann werde ich das Ergebnis verkünden. Wir haben abgegebene Stimmzettel 160, ungültige Stimmzettel 5, gültige Stimmzettel 155, Stimmenthaltung 4, damit zu berücksichtigende Stimmzettel 151. Auf Dr. Dr. Jörg Färber entfielen 72 Stimmen, auf Helmut Nowak 79 Stimmen. Ich frage dich, nimmst du die Wahl an? Überraschenderweise, ich mach das. Gratuliere herzlich und wünsche viel Erfolg. Dankeschön. Ihnen allen herzlichen Dank. Ein bei denjenigen, die mich gewählt haben und natürlich auch Respekt all die, die mich nicht wählen konnten. Aber ich denke, wir werden gemeinsam einen tollen Wahlkampf hinsetzen, sodass wir den Wahlkreis zum ersten Mal gewinnen und den Professor aus Köln aus dem Amt nehmen. Herzlichen Dank. Ich werde mir Mühe geben und Sie sicherlich auch. Dankeschön. Dann gehen wir weiter in der Tagesordnung, damit wir schnell durchkommen. Top 15, Feststellung, dass gegen die Wahl der Bewerberin des Bewerbers Einwände aus der Versammlung nicht erhoben werden. Ich frage die Versammlung ausdrücklich, gibt es gegen den Wahlvorgang und gegen die Feststellung des Ergebnisses irgendwelche Einwände? Das ist nicht der Fall, damit ist die Wahl in Übereinstimmung mit der Feststellung der Wahlkommission rechtskräftig. Damit stelle ich ausdrücklich fest, dass keine Einwände erhoben wurden und danke Ihnen allen, dass diese Wahlentscheidung in einer so fairen Weise abgelaufen ist. Kommen wir zu Top 16, Verlesen der amtlichen Niederschrift. Auch dies ist ein verpflichtender Teil der Versammlung. Damit gebe ich das Wort an Herrn Servos und bitte Sie alle noch um etwas Geduld. Ja, meine Damen und Herren, ich versuche auch sehr schnell zu lesen. Leverkusen, den 24. Januar 2013. Niederschrift über die Mitgliederversammlung zur Aufstellung des Wahlkreisbewerbers der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands, CDU, Landesverband Nordrhein-Westfalen. Für den Wahlkreis 101 Leverkusen Köln 4 zur Wahl zum 18. Deutschen Bundestag. Der Beauftragte des Landesvorstands der CDU NRW, Stefan Hebbel, hatte am 3.1.2013 durch schriftliche Einladung eine Mitgliederversammlung der Partei im Wahlkreis. Mitgliederversammlung zur Wahl eines Wahlkreisbewerbers ist eine Versammlung der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts im Wahlkreis zum Deutschen Bundestag wahlberechtigten Mitglieder. Auf den 24.01.13, 19.30 Uhr, nach Forum Leverkusen am Büschelter Hof, 95137 Leverkusen,
zum Zwecke der Aufstellung eines Wahlkreisbewerbers einberufen. Erschienen waren 160 stimmberechtigte Mitglieder. Die Versammlung wurde geleitet von Stefan Hebbel. Die Versammlung gestellte zum Schriftführer Karl-Heinz Sabus. Der Versammlungsleiter stellte fest, erstens, dass die Stimmberechtigung aller Erschienenen, die Anspruch auf Stimmabgabe erhoben haben, festgestellt worden ist. Da durch seine ausdrückliche Frage von keinem Versammlungsteilnehmer die Mitgliedschaft, die Vollmacht und das Wahlrecht eines Teilnehmers, der Anspruch auf Stimmberechtigung erhoben hat, angezweifelt wird. Zweitens, dass nach der Satzung der Partei als Bewerber gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinigt, wobei Stimmenthaltungen als nicht abgegebene Stimmen gelten. Wird diese Mehrheit nicht erreicht, findet zwischen den beiden Bewerbern mit der höchsten Stimmenzahl eine Stichwahl statt. Bei Stimmengleichheit entscheidet stets das Los. Drittens, dass mit verdeckten Stimmzetteln geheim abzustimmen ist und dass jeder stimmberechtigte Teilnehmer auf dem Stimmzettel unbeobachtet den Namen des von ihm bevorzugten Bewerbers zu vermerken hat. Viertens, dass jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung vorschlagsberechtigt war. Fünftens, dass die Bewerber Gelegenheit hatten, sich und ihr Programm in angemessener Zeit vorzustellen. Als Bewerber wurden vorgeschlagen Tabor Dr. Dr. Jörg Karl, Friedenberger Straße 7a, 51379 Leverkusen, Novak Helmut Fedor, Kirchhoffstraße 43, 51375 Leverkusen. Für die Abstimmung wurden einheitliche Stimmzettel verwendet. Jeder anwesende stimmberechtigte Teilnehmer hielt einen Stimmzettel. Die Abstimmungsteilnehmer vermerkten den Namen des von ihnen gewünschten Bewerbers auf dem Stimmzettel und gaben diesen verdeckt ab. Nach Schluss der Stimmabgabe wurde das Wahlergebnis festgestellt und verkündet. Es erhielten Faber Dr. Dr. Jörg Karl 72, Novak Helmut Fedor 79 Stimmen. Stimmenthaltungen 4, ungültige Stimmen 5. Zusammen 160 Stimmen. Hiernach hat Novak Helmut Fedor die erforderliche Stimmenmehrheit erhalten. Hiernach ist das Bewerber gewählt, Novak Helmut Fedor. Einwendungen gegen das Wahlergebnis wurden nicht erhoben. Die Versammlung beauftragte Dütsch Joachim, Krüger Stefan Alexander neben dem Leiter die Versicherung Eidesstadt darüber abzugeben, dass die Anforderungen gemäß § 21 Absatz 3 Satz 1 bis 3 des Bundeswahlgesetzes beachtet worden sind. Der Leiter der Versammlung Stefan Hebbel, der Schriftführer Karl-Heinz Sarus. Das war's, meine Damen und Herren. Vielen Dank, lieber Karl-Heinz Sarus. Kommen wir zu Top 17. Verschiedenes. Gibt es zu diesem Punkt Beiträge aus der Versammlung? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zum Ende unserer Versammlung. Das Schlusswort mache ich kurz. Ich danke allen, die so lange ausgehalten haben. Wir haben einen harten Wahlkampf vor uns. Ab morgen befinden wir uns in der Vorwahlzeit, auch wenn Karneval ist. Bitte packen Sie alle kräftig mit an, damit wir den Weg nach Berlin schaffen und Angela Merkel weiter regieren lassen können. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Abend.